Es ist ein heftiger Verkehrsunfall auf einer sonst ruhigen Landstraße in Hessen. Ein Mensch ist mit einem Motorrad nahe Grünberg im Landkreis Gießen tödlich verunglückt. Laut Polizei hatte ein 85-jähriger Autofahrer das Motorrad beim Abbiegen übersehen. Die Grünberger Feuerwehr war nach dem Unfall dort im Einsatz. Vermutlich ist der Motorradfahrer liegend gegen den PKW geprallt und hat dann auch das Motorrad sofort Feuer gefangen. Über das Opfer des tödlichen Unfalls machte die Polizei erstmal keine weiteren Angaben. Zur Begründung hieß es, dass die Identität des Opfers noch nicht abschließend geklärt sei.